Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde. So, lang, lang ist her, aber jetzt geht's endlich dem Malat 5 an den Kragen. Ich habe mir 4 Leute aus der Community besorgt. Wir sind 2 Renos, ein Frost Prime und eine Nova. Ich würde empfehlen für Alat 5, dass man irgendeinen Tank mitnimmt. Also wie gesagt, der Reno ist geil wegen seiner Eisenhaut. Die Nova ist jetzt kein Tank, aber die ist geil, weil die kann den Alat 5 dementsprechend verlangsamen. Frost kann es auch verlangsamen, ganz klar, mit seiner Schneekugel. Und der Frost ist auch ein Tank. Und was wäre noch geil? Der Chroma. Der Chroma hat auch ordentlich Power und der kann auch ordentlich was austeilen. Sprich, wenn man gut gemoddet hat, und das dauert sehr lange, also wenn man gut gemoddet hat, dann ist der Alat 5, wenn er seinen Schwachpunkt freigibt, innerhalb von 2-3 Sekunden down. Wenn man gut moddet. Aber bei mir ist er neu soweit. Da muss ich noch ein paar Formas reinstecken. Deswegen habe ich mich für den Reno Prime entschieden. Zwecks Eisenhaut. Und natürlich 1000 Schilde, das ist natürlich ordentlich der Burner. Und ich hoffe, dass die Nova keine Speed Nova ist. Weil das wäre beim Alat 5 ein bisschen schlecht, aber ich glaube, das ist eine normale Nova. Also sprich verlangsamer und dementsprechend Damage. So, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir schnell zu dem Alat 5 hinkommen. Und dann teilen wir mal ordentlich aus. Bei dem Alat 5, wie schon im ersten Video angesprochen, da bekommt man die Mesa-Teile und die dazugehörigen NAV-Koordinaten, die sind ja relativ schwierig zu erspielen. Grob, also ich würde sagen, grob in 3 Monaten hat man eine Mesa. Gerade lässt ziemlich nach mit den NAV-Koordinaten. Was ist das jetzt hier? Heilen, zack. Steck fest. Hä? Raus jetzt. Jetzt funktioniert es wieder. Wie gesagt, in 3 Monaten müsste man eine Mesa zusammen haben. Wir versuchen jetzt hier auf einem Rutsch quasi alle Mesa-Teile zu farmen. Sprich der Helm, das Cassis und das System. Schauen wir mal, ob ich auch alles kommentiere. Vielleicht höre ich nach der zweiten Runde auf. Schauen wir mal. Geht ja relativ lang, normalerweise über eine halbe Stunde oder so. Da vorne ist er. Alat 5. Da ist er. Irgendeiner hat ihn weggedrückt. Okay, das ist keine Speed-Nova, das ist relativ geil. Wir müssen jetzt quasi warten, bis der seinen Verteidigungspunkt aufgibt. Der hat so eine, wie soll man sagen, der hat so eine Halskrause an. Und die Halskrause, die wirft er und versucht. Jetzt hat er seinen Verteidigungspunkt offen gehabt. Was wollte ich sagen, Menschenskinder? Der wirft seine Halskrause und fängt damit einer von uns ein und tut dann uns dementsprechend, wie soll man sagen, manipulieren. Bisschen schwierig zu erklären, aber dann hat man quasi die eigene Halskrause um und knallt die Gegner dementsprechend über der Haufe. Aber das ist ziemlich hartnäckig. Durch die Nova, jetzt sieht man es ganz genau, jetzt wirft er seine Halskrause ab, jetzt versucht er das zu schmeißen, jetzt müsste gleich sein Verteidigungspunkt offen sein. Jetzt hat er aber die Halskrause wieder auf. Scheiße. Weil er hat 5, der ist im Moment 58. Jetzt hat er gerade kurz seinen Verteidigungspunkt offen gehabt, nur kurz. Dann kriegt man schon noch down. Das dauert halt ein bisschen, wie gesagt, sofort ist relativ geil. Zeige ich jetzt mal. Das dauert halt, bis der scheiß Verteidigungspunkt offen ist, aber wenn er offen ist, ist er platt. Jetzt. Nee. War nicht offen. Man sollte auch gucken, dass man seine Munition ein bisschen ordentlich einteilt. Was sonst ist scheiße.
Das dauert halt ein bisschen zwecks der Nova, bis er seine Halsgröße abwirft, bis der Verteidigungspunkt offen ist. Das ist halt scheiße, aber mein Gott, lieber so wie die ganze Zeit verrecken, ganz ehrlich. Alles Nuller hier. Das sieht man auch nicht richtig. Jetzt hat er es offen. Und, jawohl, das war er. Wie gesagt, einmal, wenn der einmal seinen Verteidigungspunkt offen hat, dann ist er platt. Relativ geil. So, und jetzt gehen wir mal zum Ende zu. Und dann schauen wir mal, was er getroppt hat. Wie gesagt, wir brauchen einen Cassis, ein System und einen Helm von der Mesa. Und die Blaupause bekommt man dementsprechend im Shop. Also sprich auf dem Markt. Bei Warframes, bei Blaupausen, kann man das kaufen. Ich glaube 20.000 Credits oder 30.000, keine Ahnung. Das sind aber normalerweise Peanuts. So, jetzt haben wir ein bisschen für Ruhe geschafft. Für Ruhe. Jawohl, super, danke. Das war bloß für ein Arsch. Nee, muss dahinter. Da rein. Dahinter ist der Menschenspunkt. Da muss man immer so weit laufen. Das ist echt scheiße. Wo ist denn der? Ach, da vorne ist der Kontrollpunkt. So. Hops doch. Jetzt. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ja, einer fehlt doch. Jetzt sind wir gleich mal gespannt, was es gibt. Jawohl, schön meditieren. Oh. Bringt gar nichts hier. Jetzt mal schauen. Mesa Cassis Blaupause. Neuroten. Mutagenproben, bla bla bla. Alles uninteressant eigentlich. So, jetzt haben wir schon mal eine Mesa Cassis Blaupause. Jetzt brauchen wir noch ein System und dementsprechend der Helm. Denke mal, wir machen jetzt nochmal eine Runde. Also sowas vorher abgesprochen. Denke ich mal. Außer die anderen haben keinen Bock mehr. Schauen wir mal. Wo sind wir denn? Gruppe. Kurz was schreiben hier. So, vielen Dank. Ah, da unten. Ja, da unten schreibt schon mal einer. Nochmal. Klaro. Ich muss, glaube ich, noch einen Schlüssel haben. Wenn natürlich jetzt alle zustimmen, das ist natürlich geil. Dann machen wir den nochmal. Vorher war es eigentlich abgesprochen, dass man alle drei, dass keiner irgendeine Blaupause hat von Mesa. Jawohl, da hat schon einer. Das nehmen wir jetzt mal an. So. Dann machen wir nochmal eine Runde hier. Und mal bloß kurz abwarten, bis sie alle hier annehmen. Gut, ich hätte auch noch einen Schlüssel gehabt. Da unterschreibt er, hab einen Schlüssel, aber ich habe auch noch einen. Komm, bestätigen, jawohl, jetzt geht's los. So, den schönen Reno Prime, den goldenen Reno Prime. Oh, viele schimpfen ja um die Prime-Variante von Reno, weil er so golden ist, aber ich find's geil, mein Gott. Nur der goldene, also der Reno Prime, der ist golden, wenn er seine Eisenhaut anmacht, die andere sind normal. So, auf ein neues, hopp hopp hopp, scheiß Ladebalken hier. So. Das ging jetzt ein bisschen flott. Ja, ihr habt schon gedacht. Ich fall durch die Karte. Das passiert öfters mal, dass man durch die Karte fällt und dann ist einfach vorbei.
Das hat aber gerade noch so hingehauen. So. Mal ein bisschen für Ruhe sorgen hier. Mit dem Reno-Stampfer. Ja, Alert 5. Ist jetzt gleich Popo voll. Ist jetzt gleich fällig. Kann man da rüber irgendwie? Doch, so geht's auch. Der wollte gerade eine Topse, die Sau. Egal. Hat er funktioniert? Ab durch die Mitte hier. Scheiß auf die Gegner. Oh Mensch. Menschenskinder. Komm da runter. Bisschen verwirrend hier. Jawohl. Gute Soma Prime. Die Soma Prime ist natürlich nicht das Goldene vom Ei, das muss man ganz klar sagen. Relativ schwach auf der Brust. Auch wenn sie gut gemoddet ist. Ist nicht der Burner. Aber scheißegal. Hä? Achso, da unten geht's entlang. Ja, gerade gedacht. Wartet auf mich. Bin ein kleiner, fetter Reno. Der Reno ist auch der langsamste Warframe im Spiel. Oh ne. Wow. Gerade noch so. Komm, Schweinebacke. So. Da oben geht's wieder. Da oben geht's wieder hoch. Siehst du diesen Kraken? Im Arsch lecken. So, die anderen sind schon da. Menschenskinder, ich bin echt langsam. So, hallo. Die Nova hat schon wieder aktiviert, das ist geil. Eieieiei. So, das bringt aber gar nichts. So, ich muss mal schnell. Oh, mein Eisenhaube war gerade down. Jetzt hat er. Ah, da hat man es gerade gesehen, da hat er seine Halskrause abgenommen. Jetzt nimmt das als Schild. Sei Halsgröße und jetzt hat er sie wieder auf, oder? Ja. Scheiße. So, mal kurz für Ruhe sorgen hier. Scheiß Befallene. Ah, da war gerade der Verteidigungspunkt. Besser gesagt der Schwachpunkt für den. Jetzt versucht er die Halsgröße zu werfen. Er hat sie in der Hand, oder? Jetzt zieht er sie wieder auf. Ah, scheißegal. Mein Gott. Wie gesagt, der Schwachpunkt ist es, wenn er seine Halskrause abnimmt und versucht, die Halskrause zu werfen. Die kriegt mir noch quasi um den Hals. Also irgendwelche Tenos, wir Warframes, kriegen die dann um den Hals. Und dann kann er uns beherrschen, quasi. Jetzt, gleich. Komm. Mach deinen Verteidigungspunkt auf. Mach's doch nicht. Doch. Ah, nee. Ihr habt doch Zeitpunkt verpasst. Scheißegal. Eieiei. Der ist relativ schnell down. Also, wenn man es genau packt, dann ist er down. Menschenskinder. Egal. Ist halt gerade die Nachladezeit dazwischen gekommen. Aber die Kollegen haben es gepackt, scheißegal. Eh nicht da runter, Menschenskinder. So, da hinten geht es entlang wieder. Ist immer der gleiche Weg eigentlich. Wartet auf mich. Bin nicht der schnellste. Aber. Jawohl. Jetzt sind wir gleich mal gespannt, was es jetzt gibt. Hoffentlich nicht schon wieder das Kassis, das wäre scheiße. So. Bringt gar nichts, die anderen Kollegen haben alle schon down gemacht. Aha. Einer schon am Ziel, Menschenskinder, wie geht das so schnell? Naja, kein Wunder. Okay. Jetzt haben wir's. Jetzt bitte kein Kassis.
Aha, der Mesa Helm ist gut. Ist sehr gut. Wenn wir jetzt noch das System bekommen, das wäre natürlich mega fett. Dann hätten wir quasi alles in einem Video mal komplett die Mesa gefarmt. Ist natürlich geil. Innerhalb von vielleicht von einer halben Stunde die Mesa gefarmt, das wäre geil. So, Cassis haben wir, der Helm haben wir. Jetzt fehlt nur noch das System. Das war was anderes. Da braucht auch noch einer das System. Das war ja ganz klar, wenn wir jetzt beides bekommen haben, dann ist ganz klar, dass noch das System fehlt. So. Wer hat noch einen Schlüssel? Soll ich nehmen? Ah, da hat schon einer einen Schlüssel. Okay, super. Natürlich annehmen. So. Und wenn es jetzt natürlich funktioniert, dass wir das System bekommen, dann ist das geil. Wir spielen, glaube ich, jetzt schon. Wie lange spielen wir schon? 16 Minuten. Das wäre geil. Innerhalb von einer halben Stunde die ganze Mesa gefarmt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich wollte es eigentlich nur zeigen, wie der Alat 5 zu erledigen ist, aber jetzt spielen wir schon über eine Viertelstunde, aber scheißegal, mein Gott. Wie gesagt, Anova und Frost ist sehr zu empfehlen beim Alat 5. Ah, der gute Reno. Auf dem Reno habe ich einen Skin drauf, der unbesiegbare Skin. Sieht relativ geil aus. Ja, schwätze zu viel. Bla bla bla. Tenno, Tenno. Warum musst du immer gehen? Den Fortschritt arbeiten. Brrr. Geht's denn da hoch, sag einmal? Da oben springt schon einer rum. Hä? Ach da. Jetzt. Da, wo wir im zweiten Teil runtergelaufen sind, muss man jetzt quasi hoch. Man muss sich da immer ein bisschen zurechtfinden, da klappt's schon. Einmal frei, bitte auf dem Weg. Hä, links rum. Da rein, ja. Richtig, richtig. Jetzt sind wir gleich wieder da. Ja, hoffentlich schmeißt er das System, das wäre geil. Ei. Ei, nein. Komm ich da unten auch nicht lang? Aber, scheiße. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Komm ich dann da hoch hier? Anlauf nehmen. Jawohl. Nein! Geht da hoch jetzt. Jetzt jawohl, jawohl, jawohl. Schweine backen. So. Mache die mal Eisenhut down. Echt schlimm. Da sieht man mal, dass die Befallene ordentlich was auf dem Kerbholz haben. So, Menschenskinder. Sind die schon wieder beim Alat 5? Leckt mich doch am Arsch, sind die schnell. Ist echt schlimm. So langsam bin ich gar nicht. Mensch. Da ist er. Ei. Ja, scheiße. Hey, Letzack, egal. Laufen wir unten entlang. Wo ist er? Da hinten. So, jetzt bin ich auch endlich da. Die haben noch nichts gemacht bei dem. Jetzt müssen wir erstmal sein Schild down machen hier. Komm jetzt. Mach deinen Verteidigungspunkt auf. Dann bist du down. Du Scheiß. Drecksviech. So. Jetzt hat er seine Halskrause ab. Und. So, das wird auf, oder? Eile, zack, ist doch scheiße. Ja, das war kurz. Kurz haben wir ihn verwischt.
Komm, 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 komm. Los, 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 los. Nimm uns zwei Halsgröße ab, Mensch. Nova ist halt schon was Feines, muss man ganz ehrlich sagen. Kann man schön warten, bis es seine Halsgröße abnimmt und dann ordentlich draufrotzen. Und wenn das jeder macht, ist das einwandfrei. Jetzt dauert es halt. Es dauert halt ein bisschen länger wie normal. Aber wenn die Nova jetzt nicht dabei wäre. Jetzt. Ah, das war gut. Wenn die Nova nicht dabei wäre. Dann der die ganze Zeit rumspringe und das wäre jetzt so schön. Jetzt haben wir einen Clay, komm, komm, jetzt. Jetzt werf. Werf nach mir, komm. Werf. Jetzt hat er gleich seinen Verteidigungspunkt normalerweise offen, wenn er es versucht zu werfen. Jetzt versucht er zu werfen, oder? Jetzt. Ah, komm. Nein. Hey, das ist doch scheiße. Ich hab's schon wieder verpasst. Aber. Aber wie ihr seht, einmal seinen Verteidigungspunkt aufmachen und er ist schon down. Ich muss jedes Mal nachladen zu dem Zeitpunkt, das ist doch echt scheiße. Schon zum zweiten Mal passiert jetzt hier, dass es gerade in der Nachladezeit ist, dass der seinen Verteidigungspunkt aufmacht. Ach, scheißegal, wir haben ihn down. Und jetzt natürlich das System noch, dann wäre es super. Aber so viel Glück haben wir, glaube ich, da. Das wäre jetzt richtiger, das wäre richtig geil. Richtiger Zufall. Komm, verpiss dich. So. Dann hätte man in einem Rutsch die Mesa gefarmt. Halbe Stunde. Besser gesagt, fast 20 Minuten. 22 Minuten. Sehe ich hier gerade. Scheißegal. Wo ist es? Da unten. Los, 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 los. Einfach in deine befallene vorbeilaufen. Ist auch gut. Scheißegal. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Komm, komm, komm. Menschenskinder, wo ist es denn? Ach, dahinter jetzt. Jawohl. Und zack. Super. Jetzt, 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 jetzt. Jawohl. Mesa-System. So, jetzt haben wir quasi innerhalb von 23 Minuten die Mesa gefarmt. In einem Rutsch. Geil. Muss man quasi das ganze Zeug nur zusammenbauen und dann die Mesa bauen. Das dauert natürlich wieder 2-3 Tage, glaube ich. Und dann haben wir sie. Relativ geil. Also gut. Ich denke mal, arg viel ist jetzt hier gar nicht mehr zu sagen. Ich schreibe jetzt den Kollegen mal hier. Voll geil. Also gut, liebe YouTube-Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis denne, haut rein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und wisst, wie ihr die Mesa jetzt farmen könnt, was ihr dafür tun müsst und auf was ihr achten müsstet. So, vielen Dank. Bis denne. Ciao.